Hi Leute, euer Kelevra aus der German Data Force hier und ich möchte euch heute zeigen, wie ihr den UH1H UI hochfahrt. Das ist relativ simpel, es wird ein ziemlich kurzes Tutorial, weil, naja, keine Elektro oder kaum elektronische Systeme und relativ wenig zu tun, wenige Schalter und dann läuft die Kiste auch schon. Springen wir doch direkt mal ins Cockpit. Da sind wir auch schon. Dann können wir auch direkt schon die Tür zumachen. Das geht dann auch direkt mit rechter Steuerung C wie beim KA50. Was brauchen wir als allererstes? Richtig, Strom. Wie immer. Dazu schalten wir einfach mal die Batterie an. Und dann fängt dieses jämmerliche Gejaule an. Das schaltet ihr hier unten aus. Das ist quasi dieser Hebel hier für den Audioalarm. Dann brauchen wir Sprit und den Governor. Und gucken noch mal kurz hoch. Den Main-Generator auf an, Schutzkappe hoch. Dann mache ich mir immer meine Lichter an. Wie immer. Ich mag Licht. Toll. So, dann. Jetzt muss ich kurz gucken. Steady. Und die Anti-Collision Lights. Na, an. Sieht schön aus. So, naja, und da sind wir auch schon. Wir können die Kiste hochfahren. Pause 1 gedrückt halten. Und dabei diese Anzeige hier überwachen. Das ist der Gas Producer und bei 40% können wir dann die Pass 1 loslassen und die Kiste fährt von alleine hoch. In der Zeit können wir schon mal den Hydraulikdruck anmachen und den Force Trim. So, können loslassen. Und keine Sorge, dass der so wackelt. Total normal, also sehr wackelig immer. So, jetzt können wir den Lamps-Check machen, dass hier alles leuchtet. Und dann den Master-Caution resetten. Mach den Fire-Test. Jo, läuft auch. Gut, dann können wir das Triebwerk vollständig hochfahren, indem wir Bild aufgedrückt halten. Oder auch nicht, leider. Müssen wir einfach hier am Kollektiv den Schubhebel drehen. So. Einfach voll aufdrehen, der Governor unterstützt das und regelt dann die Drehzahl hier in den grünen Bereich ein. So, jetzt geht auch die RPM Low aus. Ich merke gerade, die Kiste ist richtig low. Ihr werdet es kaum glauben, aber wir sind fertig. Sage ich schon, der Juli ist vollständig hochgefahren. Wir können am Overhead-Panel die Collision Lights ausmachen. Und dann soweit Ready for Taxi, wenn man das so sagen kann. Also Hover Taxi dann. Ja, das war's von mir. Ich wünsche euch viel Spaß bei einem neuen Video. Haut den Daumen nach oben, setzt das in die Kommentare, abonniert den Kanal. Man sieht sich auf jeden Fall später.